Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf der Projekt Schleswig-Holstein. Im Projekt mit maximal 250 PS Motorleistung an Traktoren und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen zum Sieg. Wir befinden uns jetzt ungefähr 2,5 Tage später als die letzte Folge oder als in der letzten Folge. Und das Wunder ist vollbracht. Wir haben ein bisschen Geld von der BGA gekriegt und ein bisschen Geld durch die Sojabohnen. 221.000 sind auf dem Konto. Und wir haben wirklich alle Felder voll gesät mit Gras. Bedeutet, wir können jetzt mähen, als wenn es keinen Morgen mehr gibt. Und das Ganze mit der BGA, das gefällt mir eigentlich relativ gut. Also muss ich ehrlich gestehen. Bin da echt Fan von, weil es funktioniert. Und dann fangen wir einfach mal an mit der 20, würde ich sagen. Die 20 können wir ruhig mal mähen mit, boah, weiß ich nicht, drei Vorgewänden. Machen wir mal drei. Mit 8 Meter, das passt dann besser. Das Ganze in scharf und dann eine Reihe überspringen. Und dann sollte das doch eigentlich funktionieren, oder? Denke ich. Am ersten Wegpunkt und fängt der Onkel an, können wir nämlich fast schon hinterherfahren und pressen. Einen kleinen Schluck Kaffee. Muss sein. 22 km/h. Das gefällt mir. Wir müssen uns aber einmal kurz um die Kühe kümmern. Weil nichts bleibt ungeschehen. Also Mist haben wir wirklich viel. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob der hinzugefügt wurde. Ich glaube nicht. Aber... nee. Okay. Ich habe nämlich mit diesem selbstladenden Miststreuer spekuliert. Der ja auch schon im Saxonia-Projekt ansässig geworden ist. Lass mal eben einmal Kühe sauber machen, dann gucken wir mal, wie viel Milch wir haben. Gehen um die Ecke, mischen wahrscheinlich nochmal einmal kurz Futter an. 13.000 Liter brauchen die, speichern. Jo, Futter müssen wir haben. Das heißt, wir müssen jetzt mal ein bisschen Mischration anmixen. Dafür brauchen wir zuerst mal einen Trecker. Wo ist denn... ach, da bist du. Hofsilo. Und der Deutz. Der ist wo? Am Hof, ganz genau. Da können wir nämlich jetzt gleich den Pflug mitnehmen. Nochmal danke an Frankie fürs Weitersagen. Sowas ist natürlich immer cool, wenn man sowas bekommt. Deswegen immer ganz gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen, Tipps, Tricks oder sonst irgendwas habt für mich. Das Gras muss ja auch wieder weg. So, und das geht nur... ist doch aber ein schönes Teil. Da kannst du sogar auch noch eine Sämaschine hinterhängen. Oder einen Düngerstreuer. Und den holen wir uns jetzt mal eben zum Hof, damit wir Futter anmischen können. Beziehungsweise, ich glaube... der John Deere ist schneller da. Können wir nämlich den eben beiseite stellen. Oder wir bringen damit jetzt mal den eigentlichen Flug weg. Dann haben wir nämlich auch schon wieder 5.000 Euro, die wir gespart haben. So, Bodenbearbeitungsgeräte kommen hier vorne rein. Habe ich ganz am Anfang, glaube ich, schon mal angesprochen. Er hat jetzt irgendwas probiert und fährt wieder weg. Warum machst du denn das? Drehen wir mal kurz auf dem Feld um. Oder in einem Busch, der Kollision hat. Das ist auch so eine Sache. Also es gibt ja wirklich viele, viele, viele Maps. Und wenige Maps haben das so, dass man diese heftige Kolli in irgendwelchen Büschen hat oder so. So.
Der Anhänger kommt da hinten rein zum Drescher. Wir haben jetzt keine Ernte, sondern haben jetzt wirklich nur noch Silageballen. Das wird natürlich ein Haufen Aufgabe für das ganze Team hier. Und jetzt muss ich gucken, dass ich auch die Mischration richtig hinkriege. Zweimal Heu, einmal Stroh, einmal Silage. Machen wir den Mischpropeller an. Einmal Stroh, einmal Silage. Und dann holen wir zweimal Heu. Schon sind Mischrationen drin. Damit kann man dann natürlich jetzt erstmal ein bisschen was anfangen. Huch. Kühe. Kommen jetzt nicht so die Milchmengen bei rum. Einmal reicht nicht. Dann müssen wir wohl nochmal fahren. Das war gerade so eine geile Kurve und ich muss es am Schluss wieder verkacken. Im 17er oder im 15er, ich weiß wirklich nicht mehr. Ich glaube im 17er, nee, im 15er war das. Da gab es einen Futtermischwagen, der Ballen selber geladen hat. Den fand ich geil. Der hat dann einen Changelog gekriegt und dann war Schluss. Dann hat sich das Spiel immer aufgehangen beim Rumbauen mit Ballen in dem Anhänger. So, der Deutz wird dann jetzt auch an der Verladestelle sein, denke ich, ne? Jo. So, mal gucken, was wir dafür kriegen. Hier kannst du Fahrzeuge reparieren. Will aber den Flug verkaufen. Wo ist denn das Problem? Hä? Hey. Okay. Das ist mir zu anstrengend. Deswegen verticken wir das komplett. So, hier 9000 kriegst du dafür. Ageko, weg damit. Weg ist er. Und dann haben wir auch noch einen ganzen Haufen hier Stollzeug, was niemals gebrauchen werde. Und wenn, dann werden wir es nochmal neu kaufen. Palettengabel? Kann auch weg. So, kriegst kein Geld für, macht aber nichts. Jetzt kommen wir zum Witzigen in der ganzen Geschichte. Und zwar, ich glaube, ich habe ihn auch nicht mit reingenommen. Doch, habe ich. Tatsächlich. Ich muss ja irgendwas haben, um Gülle wegzukriegen. So. Und was ist da nicht besser als der Thunder als Ikes Wunsch? Hier steht gar nicht, wie viel PS der braucht. Mit, na, aber wir müssen nochmal kurz die Felgenfarbe in Jet ändern, haben wir gesagt. Jet, und der machen wir einfach White. Den machen wir auch White. Aber wir können das untere Gestell in Jet färben. Ne, warte mal, das war falsch. White, und dann machen wir unten Jet. Gesamtpreis 87.000. Grundpreis, Option 60.000. Die Kapazität ist so teuer. Guck mal. 60.000 Liter. Extrem übertrieben kostet nur 40. Normal Standard, dann kostet der nur 27.000. Doppelte Litermenge bei 20.000 Liter. Ikes Wunsch kostet dann wirklich 60.000. Gemein, aber gefährlich. Na, es bringt ja nichts. So.
Der ist jetzt gekauft. Und den hängen wir jetzt hier an den Deutz ran. Und dann haben wir das erste Gespann schon fertig. Und jetzt wird Feld 44 dran geloben. Das könnte er aber wissen. Da muss er ein bisschen ziehen, ne? Wir sind jetzt bei Feld 44. Und wie sich's für einen richtig guten Eix gehört, nimmt man erstmal das Stoppschild mit. Nein. Unter diverse gibt es ja diesen Slurryard-Hof. Dings. Und den möchte ich ganz gern drehen. Und den bauen wir jetzt hier hin. Und jetzt haben wir einen Dünge-, Mist- und Gülleverkauf. Und man kann sogar hoch und runter fahren. Das ist natürlich klasse. Dann holen wir uns mal ein bisschen Gülle. Aber ich glaube, er registriert jetzt noch keine Preise, sondern macht dann... Doch, hat er schon. Loriat. Siehste? 757. Für Mist gibt es 800 Euro pro Kubik. Und jetzt geht's nämlich das Ganze vorwärts. Also sollte der Deutz das nicht schaffen... Ich habe jetzt extra den schlechtesten Trecker ausgewählt. Sollte der Deutz das nicht schaffen, das dahin zu ziehen, werden wir die Litermenge natürlich wieder herabsetzen. Und jetzt laden wir uns erstmal Gülle rein, weil wir haben ja noch Gärreste. Die gehen da auch rein. Aber mal davon ab, wie viel PS hat denn eigentlich die Zugmaschine? 1862? Okay. 862, vergessen wir das mal ganz schnell. Wir können mal eben kurz gucken, wie weit die Kühe jetzt mit dem Füttern sind. Oh, Mischration 31.000, da geht ja so viel Futter rein. Der ist gleich voll. Ist aber cool gemacht hier mit dem Stall. Kannst du schön rückwärts rausfahren. Mal kurz die Ballen holen. Und hinten wieder reinfahren. Also eigentlich könnte man nur im Kreis fahren. Finde ich eigentlich klasse. So. Einmal Heu. Na, komm her. Einmal Heu, nochmal Heu. So, und dann das tatsächlich, das nochmal Heu. Haben wir. Wir können auch so rumfahren, vielleicht geht das. Wir werden jetzt zum Siloballen Multimilliardär. Passt nicht. Nicht früh genug eingelenkt. Oh, ist das jetzt dein Ernst, ey? Ich habe das aber wirklich im LS immer mit diesen kleinen, unsichtbaren, ich weiß nicht, Kanten. Ich möchte es nicht beschreien. So, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt für so einen Anhänger voll Gülle kriegen. Komm her. Er macht sich aber ganz gut. Muss ich ja sagen. Ich finde diesen Anhänger so klasse. Wir machen uns noch einen schönen Weg hin. So, let's fetz mit der Gülle. Ja, 45.000. Ich würde sagen, Güllefass wieder drinne.
Müssen wir erstmal gucken, was die anderen hier machen. Er ist gleich fertig mit Mähen. Fantastisch. Besser geht ja gar nicht. Dann können wir uns, auch wenn es nicht so schön ist, widmen wir uns jetzt das erste Mal hier Autodrive. Ich weiß nicht, ob das geht, aber ich glaube, es wird funktionieren. So. Racket. So, und hier halten wir an. Gülle, Schrägstrich, Mist. Mist. Verkauf. Zack. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Denke ich. Gut, mehr als zwei Anhänger kriegst du eh nicht raus. Und wenn ich jetzt überlege, wie lange habe ich da jetzt dran gesammelt. Ne? Das darf man auch immer nicht vergessen. Das hat sich ja schon ein paar Tage gestaut, das Ganze. Also gestaut ist ja auch falsch gesagt, aber... Super gut. Super gut. An dieser Stelle, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr es noch nicht getan habt und ihr wollt wissen, wie es hier weitergeht, dann lasst ein Abo da. Natürlich kostenlos. Aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du da draußen wieder mit dabei bist, wenn es heißt Dinge mit Alex hier auf meinem Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Alex sagt tschüss. Macht es gut. Bis dann und ciao.